Darüber frage ich mich. Da muss ich da oben auch hier nicht. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Ich müsste irgendwie aufs Dach kommen, oder? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu okay. sein. Ja, ich schaue sehr vernünftig aus, wollte ich mal sagen. Sprich mit Mr. Tweak. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Ja. Was? Elektropunk-Anzug kann. Alter, noch ein Kostüm. Das muss ich eigentlich auch anziehen. Das hat nice ausgesehen. Und jetzt? Sprich mit Craig oder. Warte mal. Ich muss. Hä? Nee. Das war's? Kätzchen, jaui. Wo war das letzte Kätzchen? Ich bin so lost. Wo muss ich das? Im Wald. Im Wald war es. Im Wald. Können wir jetzt hier rechts einfach in den Wald. Ja. Craig ist weg. Dann gehen wir mal zum Wald rüber kurz. Hofft, dass es geht von hier aus. Also müssen wir halt einfach über Schnellreise kurz die Seite wechseln. Nee. Da ist dicht. Waren wir eigentlich schon mal bei Kennys Haus? Da ist aber auch wegdicht. Da geht's glaube ich auch nicht in den Wald. Dann nehmen wir jetzt einfach die Schnellreise hier. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Was ist mit Craigs Haus hier? Finde Yaoi, ja so. Ja, wegen Craigs Dad. Jo, wir haben eigentlich so ziemlich keine, bau keine Bruchlandung. Offenen Quests. Wir wollen. Hier ist Wald. Hier im Wald war gesagt. Also müssen wir jetzt hier hingehen, durch den Wald nach oben und dann rüber. In der Zeit hätte ich vielleicht rein. Yeah. Bitte schön. Also mit dem. Wenn wir dann jetzt Cyberpunk-Anzug und so anziehen, dann werden wir auch wieder zum Jungen, weil wir sind ja in Gender Fluid. Gerade eben tue ich ein bisschen die weiblichen Klamotten durchprobieren. Ey, weil es sieht doch super toll aus, oder? Wie aussieht. Ja, wie der Schmetterschlag. Oh, da mit dem Outfit Diabetes voll putzen, Alter. Ich hab meine Pflicht getan, nun muss ich gehen. Oh Gott, das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch, dieses Spiel. Wo ist das Miau hier im Wald? Haben wir den Rucksack da hinten schon? Nö, hatten wir noch nicht. Cool. Da ist ein Frosch. Ich kann nichts machen. Wo ist die Katze, die im Wald sein soll? Oder wir sind doch im Wald, oder? Das Gebiet hier ist eigentlich Wald. Wo ist die Katze? Ich höre sie auch nicht. Miauzen. Oh ja, hier kann ich ja mit der Pause. Nein, ich kann das Ding nicht in der Pause aufhängen. Blöd. Geht's hier weiter? Ja. So, wieder im Teich, nur auf der anderen. Nee. Fuck, wo ist die Katze? Der hat gesagt, die ist im Wald. Safe. Ich sehe die hier nicht. Können wir hier noch nach oben? Nee. Jetzt müssen wir den Weg nach oben. Da ging es ja noch weiter, irgendwo weiter hoch. Hier. Gleich. Irgendwo. Eventuell. Hä? Ja. Da, jetzt halt. Hier. HB? Hitlers Beste? Ich finde die Katze hier nicht. Oh, warte. Hier ist offen? Ach so. Ja, hier war schon immer offen. Verdammt, ich dachte, ich wäre vorher hier vom Zaun gestanden. Nein!
Ja, okay, keine Ahnung, wo die Katze im Wald ist. Aber dann gehen wir halt zu Ding. Oh, ich dachte schon, das wäre. Ich dachte, das hier oben wären Augen. Aber es ist nur Schnee vom Berg, was zwischen der Baumspitze rausschaut. Ich habe eben Mountain gehört. Ach, da! Oh mein Gott! Aber, hä? Aber die fällt doch hinter dem Busch, wenn ich die jetzt runterhole. Oh, okay. Sie fällt vor den Busch. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampf. Ja, still. Pause. Big Gay Bono. So, wir gehen wieder in uns. Ich habe gleich eine Nachricht von Big Gale. Wo die nächste Katze ist. Oder auch nicht. Kann ich Instagram filtern? Bogie streift gerne. Ja, Bogie. Ich habe doch eben Bono gefunden und nicht Bogie. Was hat er sonst noch? Bono, echter Stadtjäger, er streift über den Spielplatz. Ja, aber Bono habe ich eben woanders gefunden. Ja, ich hoffe, du bringst sie mir. War das die erste Nachricht von Elle? Ich glaube schon. Und ja, ich sehe die Gesichtsbilder halt im Vorbeirutschen schnell genug, wo Elle ist. Elle ist ja relativ eindeutig, aber nein. Das war das Einzige. Der Selbstjustizler verdirbt an den Spaß am Vollzug. Warte mal. Oh, wir müssen eins höher, verdammt. Ja, dann gehen wir halt hier jetzt die Straße hoch. Hatte ich einen Verbindungs... Oh nee, ich hatte nicht echt einen Verbindungsabbruch. Ja, okay. Wo bist du? Bist du hier drin? Bei Microbrew? Ah, Microbrew, Microaggressions. Oh mein Gott. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Rasse. Amerikanischer Ureinwohner. Asiate. Hispano. Latino. Pazifik-Inselbewohner. Oh, das hört sich gut an. Schwarz. Theoretisch. Weiß. Oh. Sind wir weiß? Komm, dann nehme ich jetzt einfach weiß. Weiß? Ja. Oh, da geht's auch weiter. Albaner, Amerikaner, Araber, Armenier. Ach du Scheiße. Estonier, Ire, Italiener, Japaner, Kroate. Punjabi? Russe, Schotte, Serbe, Skandinavier, Slowake, Thailänder, Tibetaner, Tscheche, Türke, Vietnamese. Ich glaube, wir sind. Weißt du, Punjabi? Punjabi. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Und Farbe ist schwarz. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Ein weißer Punjabi. Nee. Finden wir mal raus, was genau du bist. Nee. Wir sind Pazifikinselbewohner. Pazifikinselaner. Pazifikinselaner. Aber wir sind, was gefällt uns denn? Mir fehlt hier irgendwie der Koreaner. Ich meine, wir könnten Inselbewohner aus Japan sein, aber... Oh, wir sind Skandinavier. Skandinavisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Aha. Und unsere Hauptfarbe ist schwarz. Eine Reise mit vielen prachtvollen Ein pazifik-insulanischer Skandinavier. Ah, läuft. Ja, das sind wir. Oh, wie geil. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Okay. Kämpfst du für soziale Gerechtigkeit? Oh, yes. Noch eine Runde? Klar, wie du meinst. Okay, wir hatten schon.
Haben wir mit dir schon? Nee, mit dir kann ich gar nicht. Den kann ich da auch kein Foto machen. Ah, mir werden auch nur neue Fotos offenbar angezeigt, weil... Mit ihm habe ich nämlich auch schon eins, der wird mir gar nicht angezeigt im Untersuchungsmodus. Ah. Oh, warte mal, ich kann hinten rausgehen. Jetzt sind wir hier, das können wir, was auch immer das hier ist. Oh, okay, wir können die Schirme aufmachen. Aber fällt nichts raus, okay, schade. Ich dachte, die Tasche... Haben wir das schon mal gelootet? Verdammt. Ich, wenn mich an alles erinnern könnte, was ich hier tue. Du bist ziemlich jung für einen Craft. Ja, ja. Und jetzt? Wir haben eben keine Quest mehr. Achtung, Kuhn-Freunde. Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende. Hm, ja, Kuhn-Versteck 235, wir sind 253. Ja, so viel drüber sind wir gar nicht. Wir links ist Schnellreise. Auf zum Kuhn-Versteck. Ich hoffe, dass mein Internet durchhält, weil das abgebrochen war, ist schon echt mies. Kann ich von Nutzen sein? Das ist so gut gemacht. Bitte schön. Oh, mit dem als geiles Einhorn. So, plötzlich läuft es nach rechts weg und gleich ist er unten im Kuhn-Versteck. Er ist einfach schneller wie wir. Hol 1000 Dollar. Nicht 1000 Dollar für Scrambles. Hol Scrambles. Schnell. Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschloch. Mhm, du siehst weder wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Du bist wie Prince. Ja. Okay, ich muss mich hier hinsetzen. Okay, Leute. Classy hat Arschloch verraten, dass unsere nächste Spur... zum New Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Okay. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom New Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Mhm. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Ja. Hm. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super, Craig. Schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht am New Storage. Alle ab ins Bett! Nacht, ein Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschloch. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Ja, ja, Kostüm legen wir erstmal ab. Hatten wir jetzt leider nicht so lange, aber... Hui, wie hübsch wir sind. Tatsächlich. Schau aus wie ein ganz normales Mädchen aus South Park. Geh nach Hause zurück. Hallo? Tür? Wir stürmen heute ein Versteck von Professor Chaos, Wunderarsch. Geh heim und schleich dich raus, wenn es dunkel... Ah, verdammt. Ich hab den Kommentar wieder nicht lesen. Ich bin zu langsam. Kann ich versprechen, dass ich mich sehr bemühen werde. Mann, 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 Craig. Oh, ab nach Hause. Ist zu Abend. Ach. Hey, der Teller kommt mir bekannt vor. Tun die da jetzt auf Skandinavisch miteinander reden? Warte. Tun die da jetzt auf irgendeine Pazifikinselsprache? Oder auf Skandinavisch miteinander reden, unsere Eltern? Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kind ist verwirrt. Kapierst du es nicht? Erst fragt es den Vertrauenslehrer nach sexuellen Orientierungen und dann den Direktor nach Ethnien. Die Verwirrung war gewollt.
Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Du hast morgen Schule. Ja. Wie, ich hab Schule. Wehe, du pfeifst dir jetzt wieder irgendwelches Zeug rein. Aber du darfst dich besaufen, hä? Also. Oh, was ist dein Scheißproblem? Mein Bewender ist natürlich gucken durchs Schlüsselloch. Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät denn allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Okay. Schade. Hey, unser Gamesfield ist am Updaten. Wie weit sind wir denn schon? Wow, 24%. Läuft. Okay, einfach ein bisschen Zeug. Schlafen. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Skandinavier. Jetzt schlaf gut. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheiß auf. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Goon and Friends. Hashtag Scheiß auf Freedom Pearls. Finde den Goldschlüssel, den Kupfer und den Silberschlüssel. Und erstmal natürlich wieder umziehen. Wir bleiben erstmal noch in unserem Einhorn-Outfit, weil das haben wir gerade erst angezogen. So, ist einer von den Schlüsseln im Scheißhaus. Hier, hinter dem Bild, ganz bestimmt. Nee. Ja, okay, wahrscheinlich ist sie total easy. Unten. Halt. Ja, okay, nee. Mom schläft und Dad ist wieder ins Wohnzimmer verbannt worden. Aha. Ja, okay, das ist ja wohl eindeutig, was ich hier tun muss. Für den Silberschlüssel. Lol. Als ob das geht. Haben wir ihm selber gehauen? Wir finden den Gold, den Kupfer und schließt die Vordertür auf. Okay. Ja, okay, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, weil da genau die Cam drüber ist, aber. Ja, dann gehen wir da rüber. Schlüsselbrett. Oh, der Goldschlüssel. Wuhu. Was für ein Zufall. Dann noch den Kupfer. Ja, er hat Dad. Es ist gefährlich. Sie lauern dir auf. Ja, weißt du was? Stück Scheiße. Heute schleichst du dich nicht raus. Nicht mit mir. Verdammt. Warte mal, Dad. Oh, nicht zu fordert hier auf. Okay. Achso. Meister-Rätsellöser. Hey, so sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Toolshed. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos-Versteck. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Okay. Ich wurde ein Superheld und mein Vater geistig behindert. Hey, bleib da. Ich wollte mit dir reden. Das kann ich ja offenbar nicht. Geh zum U-Storage. Ah ja, wir kriegen bestimmt gleich aufgezeigt, was wir denn machen können. Kurz mal schauen. Ja, wir haben so viele geile Kostüme. Stachelkostüm wollte ich noch anlegen. Wir haben Cyberwolf. Ja, okay, Turbodose. Wie Elektropunk. Komm, wir ziehen uns den Elektropunk noch an. Alter. Ah, die Klamotte ist schon cool.
Sind ja leckere Handschuhe. Da gibt es doch wieder Handschuhe dazu. Ah, und Ding sieht man gar nicht. Haare? Sind theoretisch sichtbar. Ja, Emo Pony. Oh yes. Oh yes. Die Farbkombo ist auch perfekt. Die bleibt. Dann nehmen wir den Bart, aber den nehmen wir. So. Nee. Gelber Bart. Mir jetzt Orange. Grün. Boah, grün schon. Schon grün. Also das Punk, komm. Also das sind wir jetzt echt. Das ist pink-gelber Bart, grüne Bart, alter Schwede. Make-up? Oh, das sieht man sogar. Da würden jetzt voll die Stirn. Was ist der Dreck? Nee, komm, dann nehmen wir hier die Sternchen und diesen. Eigentlich würde ich sie auch in Gelb nehmen, aber. So ein Rot, komm. Akzent-Make-up. Achso, wir haben hier. Ja, nee, das nehmen wir nicht mehr. Passende Pickel. So. Haben wir einen neuen Style. Alter, mit South Park Cap. Wie geil. Wie hier drüben. Wie geil. Wie geil. Wie geil. So, aber mit dem neuen Outfit würde ich sagen, war es das dann. Ich hoffe, es wird gespeichert. Warte mal, kann ich nochmal rein? Jo, dann gehen wir wieder raus. Okay. Jo, und damit war es das für heute. Mal schauen, wie es am Cut, ob nicht zu viel verloren gegangen ist mit dem DC, was ich hatte, offenbar. Leider, ist blöd, da das zwischen der letzten Folge und der hier ein bisschen was fehlt, aber. Ja, sehen wir dann. Ich glaube so, ich hoffe, dass keine Cutscene fehlt, weil das wäre echt assi, aber. Ja, mein kann ich halt jetzt leider auch nicht mehr ändern. Habe ich auch in dem Moment leider nicht mitbekommen. Also es war wohl wirklich während dem Kampf oder so. Ah, blöd. Aber ja, mal. Ist so. Ist so, kann man nichts dran ändern. Aber ich sag trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Servus.